Willkommen in einem neuen Stream-Snipe-Video. Heute werden wir wieder den Embris Stream-Snipen, aber nicht normal, sondern richtig besonders. Denn ich habe vor, hier auf diese Plattform zu gehen, hoch in die Luft zu springen und von oben ihn dann abzuschießen. Das wird richtig brutal. Und mal gucken, vielleicht wird mir auch diese Kugel hier ein bisschen helfen. Aber bevor wir anfangen, hören wir jetzt noch ein bisschen zu, wie ihr seinen Skin-Contest bewertet. Heute mal wieder mit einem neuen Skin-Contest. Und wie ihr sehen könnt, Thema ist auf jeden Fall Ostern. Und ich wurde das letzte Mal von oben auf den Bergen und so immer wieder gestreamt. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier eher auf dem Boden, wo es nicht so hoch ist. Und wir starten dann auf jeden Fall gleich mit dem Skin-Contest. Bevor wir jetzt anfangen, klar, wenn ich jetzt schon da von der Luft komme, dann ist ja die Party schon vorbei. Langweilig. Aber ich bin ja ein Stream-Snipe-Experte. Ich muss den ja auch erstmal ein bisschen Angst einjagen. Deswegen dachte ich mir so, werfen wir erstmal so ein paar Granaten und zeigen ihm, dass er sich in einer sehr gefährlichen Situation befindet. Okay, ich werfe jetzt die Granaten. Hä? Hier kommen Granaten. Freunde, von wo kamen gerade die Granaten? Stellt euch wieder auf, stellt euch wieder auf. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Fehler, Freunde. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir fangen jetzt auf jeden Fall chillig an zu bewerten. Wir fangen auf jeden Fall hier mit dem ersten Skin an. Zum Thema Ostern finde ich es nicht wirklich passend, so ein blauer Skin. Deswegen tut mir leid, du bist leider tot. Oh mein Gott, er hat gerade den ersten schon gekillt. Wir sind ja heute im Thema Ostern. Und ey, es macht so Spaß, die da zu beobachten. Jetzt werde ich mal mit meiner Sniper, beziehungsweise mit meinem Bogen schießen. Und vielleicht erschrecke ich ihn jetzt umso mehr. Hä? Von wo kam der Bogen, Jungs? Hä, jemand schießt auf uns mit einem Bogen. Wo ist der? Hä? Ich glaube von da hinten oder so irgendwo. Okay, Freunde, hat auf jeden Fall aufgehört. Wir müssen auf jeden Fall mit unserem Skin-Contest wieder schnell weitermachen, weil gleich kommt auch die Zone. Okay, hört ihr das? Ich habe hier jetzt genug Angst eingejagt. Jetzt kommt der finale Schuss. Denn ich werde jetzt mal hier gleich auf die Plattform gehen und dann von der Luft kommen und wirklich alles im Skin-Contest zerstören. Er wird sich so heftig aufregen. Also, Freunde, wir machen jetzt weiter. Und dieser Osterskin passt auf jeden Fall zum Thema richtig gut. Vor allem mit dieser Pickaxe und diesem Rückenaccessoire. Passt einfach nur... Hä? No, wo sind Granaten? Hä, da kommt Granaten! Von wo? Die Falle! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hä? Ich check gar nichts mehr, was ist das? Hier kommen überall Ostereier! Ey! Oh mein Gott, ey, ich bekomme von einem anderen Moskin wahrscheinlich auch Hilfe! Ey, alles eskaliert! Jeder weiß nichts, was los ist! Oh mein Gott! Andere Stream-Sniper sind auch am Start! Alles wurde hops genommen! Alles wurde hops genommen! Ey, Freunde, immer diese Streams, ich habe so gar keine Lust. Letztens waren wir auf dem Berg ganz oben, wir wurden gestreamt. Und jetzt wieder, ey, das macht einfach keinen Spaß mehr. So immer, wenn wir gestreamt werden, immer diese blöden Stream-Sniper. Ostereier kamen einfach aus jeder Richtung. Richtig geil auf jeden Fall. Aber dieser Skin-Contest, der wurde jetzt erfolgreich gestürmt. Hätte er das gedacht, dass von der Luft von dort aus irgendwelche Stream-Sniper ankommen? Ich glaube nicht, oder? Aber wir sind gespannt, was er in der nächsten Runde machen wird. So, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall in der zweiten Runde. Und ihr habt ja vorhin gesehen, wir wurden einfach gestream-sniped. Und wir sind jetzt in einer anderen Location. Nicht mehr da hinten. Wir sind jetzt hier eigentlich sicher, glaube ich. Hier kann uns eigentlich fast keiner stream-snipen, weil wir sonst alles sehen würden. Und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall jetzt gleich mit dem ersten. Okay, Freunde, er hat seine Location geändert, weil er sich da nicht mehr sicher gefühlt hat. Jetzt habe ich bemerkt, er versteckt sich da irgendwo hinter diesem Baum. Also ich werde jetzt erstmal diesen Baum kaputt machen, indem ich einfach hier diese Feuerflasche werfe. Mal gucken, ob es funktioniert. Komm schon, brenn. Ja, es brennt, es brennt. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz abwarten, bis der Baum weg ist. Und dann haben wir freie Sicht, um gleich von der Luft aus zu attackieren. So, Freunde, wir bewerten jetzt. Aber was mir gerade komplett komisch ist, ist, dass einfach fast alle Bäume hier brennen. Richtig komisch. Fängt einfach an zu brennen. Aber das verhindert uns jetzt nicht daran zu starten. Und wir fangen auf jeden Fall an. Der erste hier sieht richtig geil aus. Thema ist ja immer noch Ostern. Und der passt einfach wild zum Thema Ostern. Oh mein Gott, er hat bemerkt, dass die Bäume wirklich brennen. Jetzt kommt wieder Stufe 2 unseres Stream-Snipe-Plans. Jetzt werfe ich wieder ein paar Granaten und werde ihn ein bisschen wieder Angst einjagen. Wo kamen die Granaten? Ey, Jungs, nicht schon wieder. Ey, hä? Okay, bis jetzt hat alles geklappt. Ich habe einmal freie Sicht gemacht. Ich habe Granaten geworfen, um ihnen Angst einzujagen. Und jetzt als nächstes versuchen wir mit der Sniper, beziehungsweise mit dem Bogen, welche zu treffen. So, Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall mit dem zweiten. Und dieser Renegade Rider passt eigentlich nicht so gut dazu, deswegen... Hä? Wir wurden angehittet, Jungs. Von da oben, glaube ich, oder vom... Im Busch? Nein, oder? Ey, Jungs, stell dich wieder schnell auf. Wir müssen schnell weitermachen. Bevor ich... Hä? Ey, Jungs, ihr müsst mich beschützen. Von irgendwo da hinten. Stellt euch auf. Granaten. Jungs, geht da weg. Mann, ey. Junge. Los geht's an die Macht. Ey, jetzt sind alle tot.
No-Skins an die Macht! No-Skin Denix, Junge! Nicht schon wieder, wieso? Es hat wieder geklappt. Ich habe wirklich wieder diesen Skin-Contest hops genommen. Schon wieder hat er uns umgebracht. Jungs, wir haben extra unsere Location gewechselt, dass wir nicht gestreamstyped werden. Und wir werden trotzdem wieder gestreamstyped. Ich schwöre, ich mach gleich mein Handy kaputt. Was ist das? Junge, es bockt so nicht mehr. Ich glaube, vorhin und jetzt holt er uns immer von der Luft. Da gibt es ja seit dieser neuen Season irgendwelche solche Schuhe. Kann sein, dass er immer damit fliegt oder so. Und jetzt in der nächsten Runde, bitte guckt immer hoch. Okay, Freunde, wir sind jetzt in der dritten Runde. Die machen jetzt da unten ihr Skin Contest und ich werde wieder versuchen, aus der Luft die zu snipen. So, Freunde, wir wurden ja jetzt zweimal von der Luft geholt, also davor wurden wir ja gestreamt sniped. Und jetzt bitte, guckt alle einfach nach oben in die Luft, wenn ihr ihn seht. Einfach die ganze Zeit nach oben in die Luft gucken. Du auch bitte. Was, wie? Die wollen jetzt die ganze Zeit in die Luft gucken? Das heißt, die werden mich ja quasi binden und mich aufhalten. Ey, das kann ich doch nicht zulassen. Warte, warte, warte. Ich habe jetzt auch diese Kugel hier am Start. Das heißt, ich werde die jetzt aufheben, ich werde weiter als sonst fliegen und dann von unten aus versuchen, die zu streamen. Ey, das ist eine richtig gute Idee. So, Freunde, guckt alle in die Luft. Die ganze Zeit einfach in die Luft. Nichts hier, nichts tanzen. Einfach nur die ganze Zeit in die Luft, damit ihr gucken könnt, wo er ist. Ich werde jetzt springen und ich werde jetzt einfach höher als sonst fliegen. Freunde, habt ihr bis jetzt was gesehen? Ihr guckt ja die ganze Zeit in die Luft. Habt ihr bis jetzt was gesehen? Jetzt habe ich hier noch einen zweiten Stream-Sniper, glaube ich, am Start. Ey, Bro, komm mit. Komm mit. Der hat wahrscheinlich auch keinen Bock auf diesen Typen. Lass uns jetzt hier anschleichen und warten auf den richtigen Zeitpunkt, okay? So, Jungs und Mädels, bitte, guckt alle in die Luft. Nichts damit, guckt alle einfach in die Luft. Einfach die ganze Zeit in die Luft gucken, damit wir den endlich finden können. Richtig geil, die gucken die ganze Zeit in die Luft, aber die wissen gar nicht, was auf dem Boden los ist. Oh, guck mal, wie er in die Luft guckt. Er sieht uns nicht. Alle in die Luft. Okay, ich würde sagen, wir können einfach sie von Boden aus den Streams leiten. Auf drei, okay? Auf drei schießen wir die einfach komplett weg. Freunde, guckt alle bitte in die Luft. Wir müssen den Typen irgendwie finden, der ist irgendwo wie immer die ganze Zeit in der Luft mit den Sachen wie diese Schuhe und so weiter, mit dieser Kugel da. Okay, los geht's an die Macht! Hä? Jungs! Digga, nein! Da ist er dort! Nein! Los geht's an die Macht! Jungs! Oh mein Gott, wie geil! Wie geil! Er tötet wieder, Digga! Jungs, er hat uns zweimal von der Luft geholt und jetzt hat er uns einfach, weil er doch, glaube ich, wusste, dass wir hochgucken, von unten uns geholt. Ey, Digga, zum dritten Mal streamsniped er uns. Das macht keinen Bock mehr so, ey. Ich will, ich raste gleich so komplett aus, Mann. Oh mein Gott, wie geil. Mein Plan ist tatsächlich aufgegangen. Die haben die ganze Zeit in die Luft geguckt. Ja, was macht man, wenn die ganze Zeit in die Luft gucken? Richtig, man kommt einfach von unten. 500 IQ, ich sag's euch. Und warum 500 IQ? Weil ich No-Skin bin. So ein Ding ist das. Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ja? Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Checkt den Emberer ab. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Denix. Haut rein.